Nach der offiziellen Eröffnung am 4. Oktober ging knapp eine Woche später die lange Nacht der Musik über die Bühne des Arlberg 1800 Konzertsaales. Auf dem Programm stand Musik aus 4 Jahrhunderten. Das ist großartig und das ist ja unvergleichlich, dass ein Privatmann derartig in Kunst investiert und uns Musikern eine derartig großartige Plattform bietet. Und ich denke, man muss hier sehr weit fahren, um einen Kammermusiksaal zu finden, der ähnlich toll gestaltet und ausgestattet ist. In den drei Musikblöcken fand sich von Klassik über Romantik bis hin zu Jazz für beinahe jede musikalische Vorliebe Hörgenuss vom Feinsten. Apropos Genuss. Mit kulinarischen Köstlichkeiten begeisterte Hospizküchenchef Matthias Seidel. Ab 11. Oktober 2015 finden wöchentlich drei Konzerte statt, und zwar jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 19 bis 20 Uhr. Eingeladen werden Künstler, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Jedoch... Der erste Gesichtspunkt ist natürlich schon die Qualität. Und auch dann im zweiten Schritt ging es darum, was man konzeptionell mit den Künstlern anbieten konnte. Und somit ist es im Grunde genommen eine Melange aus interessantem Angebot, dargeboten von hochkarätigen, fantastischen Künstlern und Ensembles. Tickets sind jeweils an der Abendkasse bzw. online erhältlich.